Und zwar machen wir das mal so. Was haben wir denn an? Ja, gut, das Ding kann weg, das kann weg, das Ding sowieso und das. Das brauchen wir auch nicht. Der kann weg, der auch, das auch. Kupferring Glück bringend, Magie finden, Elektrizitätsresistenz, Bonus auf Attribut Geschicklichkeit, 37 Gesundheit. Nee, das lassen wir auch mal, das brauchen wir auch nicht. Und das Ding ist unnütz. Sehr schön. Gute Reise. Dankeschön. Achso, warte mal, wir können ja mal eben hier noch. Ich glaube, sie war das hier mit den. Genau, wo es hier diese Stöcke gab. Was haben wir? Achso, wir können ja mal gucken hier. 205, 261, 144. Das ist alles nicht so derbe, nicht so doll. 250, 99. Also, unser Stab ist irgendwie schon ziemlich geil. Gut, dann behalten wir den doch einfach. Achso, wir können gerade nochmal hier Set Midas Reichtümer. Boah, für 9000. Und ich glaube, wir haben schon irgendeinen Set-Gegenstand. Ich glaube, die Handschuhe oder sowas nicht. Warte mal, hier. Irgendwas ist doch auch schon ein Set-Gegenstand bei uns. Ach ja, hier. Die Gorgonen-Handschuhe. Die gehören zur Gorgonen-Rüstung. Ich finde das echt blöd, dass man das nicht an der Grafik erkennt. Da muss man sich jedes Mal hier wirklich durchklicken. Okay. Nichts weiter Interessantes. Na, dann würde ich sagen, machen wir uns mal zurück durchs Portal. Und ballern uns hier einfach mal weiter voran, nicht? Und da sind wir wieder. Ebene 7. Na, dann wollen wir doch mal schauen. Gegner, Gegner. Und das haut wieder mächtig rein. Sehr schön. Aber ich finde, wir kommen auch mit unseren Mana-Vorräten extrem gut hin. Ja, Junge, da kannst du blocken, bis du schwarz wirst. Das bringt dir gar nichts. Das bringt dir gar nichts. Ah, unser Freund hier, unser Begleiter hat sich gerade zurückverwandelt. Den Hebel aktivieren wir gerade mal. Ja, also das ist schon wieder so ein Champion. Ja, also um nochmal zurückzukommen auf das Let's Play von Diablo, es wird auf alle Fälle ein Let's Play geben. Aber das wird wohl noch ein paar Tage auf sich warten lassen. Also habt ein bisschen Geduld mit mir. Ich liefere das noch nach, auf alle Fälle. Vielleicht wird es auch ein Multiplayer-Let's Play. Da bin ich mir nicht so sicher, das kommt sich auf meine Kollegen an. Wie die das so sehen, ob die da Lust haben, aufgenommen zu werden oder nicht. Muss ich auch mal schauen. Vor allem, die haben alle den unfairen Vorteil, die spielen alle seit heute schon. Nur ich kann da halt nicht. Also hier ist gerade übel was los. Und jetzt hier. Bäm. Zack. Auch erledigt. Was willst denn du? Diese wehleidigen Skelette immer hier. Und wir packen wieder alles ein. Was es hier so einzupacken gibt. Und dafür, dass die Jungs so groß sind, lassen die mal verhältnismäßig wenig Brauchbares fallen. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Ich frage mich auch gerade, Grab der Erweckten, wir haben ja diese Quest hier mit dem Finde die Bibliothek des Aufsehers. Da gibt es nur 330 Erfahrungspunkte für. Die kann eigentlich gar nicht so ewig weit unten sein, dachte ich. Wenn das hier das Grab ist. Weit unten kann die schon sein. Sehr schön. Weiter geht's.
Also unser Golem macht sich auch verdammt gut. Weil der echt einfach mal vorne wegläuft und alles plättet, was da so rumfleucht. Und er auch ziemlich durchschlagskräftig ist. Wir gucken nochmal eben ins Inventar, das könnten wir direkt nochmal leer räumen. Da können wir jetzt ja hier unseren Zauberspruch mal nehmen. Und erstmal alles identifizieren. So, dann legen wir den hier gleich wieder um. Gut, jetzt gucken wir mal, was das hier ist. Nix weg. Das kann weg. Das kann weg. Also unverzauberte Sachen können wir eigentlich mittlerweile fast schon liegen lassen. Weil die lohnt sich einfach schlicht und ergreifend überhaupt nicht für uns. So, jetzt hier. Oh, ich werde gerade stimmschwach, merke ich. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Oje, oje. Ja, es ist irgendwie auch schon ziemlich spät heute. Und vielleicht hat die Stimme den ganzen Tag so ein bisschen gelitten. Weiß auch nicht. Kammer des Aufsehers. Okay. Kohlebeck. Noch ein Kohlebeck. Naja, dann geht die Tür auf. Okay. Mordsrätsel. Okay. Tja. Gegner. Oh, wir sind auch dem Levelaufstieg schon wieder sehr, sehr nah. Ah, wenn man es doch sagt. Dann kommen wir direkt zurück hier. Und wir gucken gerade einfach mal. Ah, hier oben sieht man auch die Uhr bei unserem Begleiter da unten. 15 Sekunden ist er wieder da. Okay, wir machen jetzt auf alle Fälle bei Magie wieder 3 Punkte. Wir geben mal wieder 2 auf Verteidigung und... Ne, wir machen sogar mal 3 auf Verteidigung. Und jetzt haben wir hier die Level 15 Geschichten. Durchbohrt Gegner mit einem Schaft aus glühender Energie. Die nehmen wir auf alle Fälle und die legen wir uns dahin. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Danke. So, was wir noch können. Hier, was können wir denn? Fernwaffen. Nee, was ist das hier? Veranlasst Feinde im Wirkungsbereich dazu, in Todesangst zu fliehen. Nee, ist unwichtig. Was gibt's hier Schönes? Schwächen. Okay, und das ist das? 2 Waffen. Nee, das ist alles für uns nicht so wirklich interessant. Okay, gut. Wir könnten eigentlich auch noch einen Punkt in den Golem stecken. Und der verbesserte Golem beherrscht den neuen Schmetterangriff. Sind wir jetzt beim Volleyball oder wie? Cool, na los. Dann gib mal noch einen Punkt. Das muss auch mehr Schaden, hat mehr Rüstung. Müssen wir da jetzt auch einen neuen machen irgendwie? Dann machen wir das einfach mal. Gut, dann sehen wir doch mal zu, was wir hier noch tun können. Wir packen das natürlich alles zu. Das ist natürlich dumm. Und jetzt bin ich natürlich auf diese Glutsteinlanze gekommen. Wow. Das gefällt mir. Wow. Natürlich jetzt echt gut dabei. 2 so geile Fernangriffe hier. Und die machen auch noch ordentlich Schaden, die beiden. Und diese Glutsteinlanze braucht irgendwie auch verdammt wenig Mana. Habe ich so das Gefühl. Mal zurück hier laden noch Sachen und hier waren auch noch Fässer. Die Kammer des Aufsehers. Da würde ich doch mal tippen, dass es hier den Aufseher gibt am Ende, oder? Wäre ja nur logisch, nicht? So, da gibt es noch ein bisschen Gold und da gibt es noch ein TNT-Fässchen. Hier gibt es noch einen Gegner, den wir mal eben niederreißen. Noch so ein Stab. Wir haben irgendwie für noch keinen Gegner hier mehr als einen Schuss gebraucht. Das ist ja gruselig. Ah, jetzt doch.
schon. Wir werden jetzt hier so ein bisschen... Ah, und jetzt kommt garantiert der Aufseher, würde ich mal tippen, oder? Das sieht doch ganz stark danach aus. Ja, aber davor gucken wir hier noch gerade nochmal ins Inventar. Und lagern mal noch so ein bisschen Müll aus. U17 Rüstung, aber der kann nix. Also weg. Das kann auch weg. Den behalten wir natürlich. Der kann weg. Wir identifizieren das ganze Zeug gerade mal hier. Und legen direkt wieder um. So, was haben wir denn hier? Das kann weg. Der ist nicht wichtig. Der kann auch weg. Mann, wir haben irgendwie lange nichts mehr wirklich Nützliches gefunden. Na gut, dann würde ich sagen, hier aktivieren wir mal die ganzen Teile. Das ist ja ganz offensichtlich das, was wir machen sollen. Und dann kommt der Aufseher. Natürlich. Eure Art ist Abschau. Ja. Das sagt genau der Richtige. Der Aufseher sagt das. Na komm, lass den Scheiß. Und wir verziehen uns immer mal ein bisschen. Hey, Junge, was willst du eigentlich? Ach, lass mal hier die lästigen Gegner rundherum wegballern. Auch wenn die irgendwie immer wieder kommen. Ja komm, du kannst mich verrecken, du Sau. Verrecke. Also grafisch haut es natürlich schon ganz schön rein und setzt sich sehr freundlich. Zack, erledigt. Ja, jetzt geht er hier noch grafisch schön Flammen auf und hinterlässt ein paar Sachen sehr hübsch. Geil, und ein paar Sachen ist gut, der hinterlässt verdammt viel Zeugs. Sehr schön. Mein Freund, das war ja fast ein bisschen einfach, ne? Aber wo geht es denn dann? Ah, hier geht es dann jetzt weiter. Aber wir gucken erstmal, was wir jetzt alles bekommen haben. Das Auge des Aufsehers. Rechtsklick, um das Auge zu verschlingen. Joa. Ist jetzt, glaube ich, ein bisschen eklig. Aber gut. Wir haben es getan. So, die Axt. Der Ring. 5 Feuerschaden. 2 Bonus auf Attribut Verteidigung. Nee, das ist alles nicht so spektakulär. Das kann alles weg. Weg, weg. Weg. Und dann schicken wir unseren Begleiter erstmal wieder. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Ja, mal gucken, wann er wiederkommt. In 1 Minute und 4 Sekunden. Aber das ist überhaupt kein Problem. Wir machen uns einfach mal auf den Weg weiter. Ah, und hier ist ein Wegpunkt. Ihr habt den Aufseher aus seinem Wahnsinn erlöst. Wir können jetzt die Bibliothek durchsuchen. Na gerne doch. Ah, hier sind seine Aufzeichnungen. Er erwähnt die Suche nach einer Glutsteinschmiede in einer Zwergenfestung noch viel tiefer im Berg. Er hat geglaubt, es würde die Verderbtheit von seinen erweckten Vorfahren nehmen. Ich werde später wieder herkommen, um mehr zu erfahren, aber diese Glutsteinschmiede klingt doch schon mal vielversprechend. Kommt, gehen wir tiefer hinunter. Uns bleibt vielleicht nicht mehr viel Zeit. Ja, na das machen wir doch. Also du gehst vor und... Wir, für unseren Teil, gehen erstmal eben zurück in die Stadt. Ich glaube, guck mal eben ins Inventar, obwohl eigentlich unser Begleiter kommt gleich wieder. Hm, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Na, mal sehen, wie wir jetzt tun. Wir gehen da jetzt, glaube ich, einfach mal runter.